Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Immer noch an Olimas Tagebuch. Beim letzten Mal haben wir die gelben und blauen Pikmins für Olima freigeschaltet. Und heute wollen wir nochmal zu den sonnigen Anhöhen zurück. Wir haben beim letzten Mal nämlich noch gegen Ende nachgeguckt, ob wir dort mit unseren jetzigen Pikmins eventuell noch alles Restliche holen können. Natürlich, so vergrabene Dinger gibt es wahrscheinlich auch noch, die wir, bevor wir so einen Schatzsensor haben, gar nicht finden können. War ja mit dem vorherigen Teil ja überhaupt nicht anders. Also, als wir noch normal unterwegs sind, da haben wir die Vergrabenen wirklich nur da gefunden, als der Schatzsensor ausgeschlagen hat. Und bei den sonnigen Anhöhen wollen wir erst mit den roten Pikmins dieses eine Rüsselvieh oben umnieten. Und danach rennen wir nur noch mit den Elektro-Pikmins rum. Ich denke, wir brauchen keine anderen dann mehr. Und die ganzen Sachen einsammeln. So, wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal das Rüsselvieh hier oben umnieten. So, das ist schon mal RIP. Wenn wir dann eh schon hier oben sind, reißen wir das Teil hier auch ein. So, und jetzt renne ich mit dem gelben rum. Angriff. Wie gesagt, Viechertransport ist erst, wenn hier alles nötig erledigt wurde. So, die machen hier schon mal den Bau. Der Weg ist ja sowieso freigelegt. Ach, guck mal, warte mal. Bevor ihr den ganzen Weg unnötig lauft. Ey! Ich lasse jetzt mal ein paar von den Gelben abtransportieren. So, die transportieren ab. So, macht mal auf. Du nicht, Moos. Du brätst dir nur eine. So, RIP. Wie wir dem bekämpfen, wissen wir. Einfach Angriff. Hier ist ja relativ einfach. Ist nicht weiter schlimm. So, jetzt können wir die Basis hier hin verlegen. Ich lasse ihn einmal kurz von dem Blauen abtransportieren. Damit wir ein bisschen mehr am Blauen haben. Warte mal. Einmal kurz sollten wir komplett auf die Blauen eigentlich gehen. Ich wollte verhindern, dass ein paar Samen stehen. Deswegen habe ich extra gerade die Gelben noch draußen gelassen. Weil dann können wir uns den Bau der Brücke eventuell sparen. Vielleicht komme ich ja hoch genug. Naja, nee, sieht nicht so aus. Okay, dann never mind. So, Abtransport. Ich werde 2 Tage brauchen, um hier alles abzusammeln. So, Angriff.
Und tot. So, dann machen wir hier oben mal weiter. Der sollte eigentlich instant sterben. Nein! So, dann machen wir ihn hier fertig. Wenn wir uns beeilen, können wir eventuell die letzten Teile hier noch mitnehmen. Müssen nur die Basis wechseln. Nee, das kriegen sie nicht mehr schnell genug aufgebaut. Oder zumindest ein bisschen runtergetragen, eventuell. Nee. Wir werden einen extra Tag brauchen, nur den letzten Rest hier noch wegzuholen. Ein bisschen schade, aber kann man nichts machen. Ein bisschen Zeug am Meer geholt schon. Reparaturbolzen, die Waage und Ionenjet. Schiffsteilanzeiger, ja danke. Dann wissen wir direkt, ob noch was vergraben ist. Die Kreaturen dieses Planeten atmen für mich giftigen Sauerstoff. Im Moment filtert mein Raumanzug ihn noch heraus. Aber sollten die Batterien des Lebenserhaltungssystems versagen, ich schaue doch bei dem Gedanken daran. Ich glaube aber, dass wir das locker hinbekommen. Also ich brauche mindestens einen Tag hier nochmal, um dort alles zu holen. Ja, guck mal, da sind nur noch zwei und da ist noch eins. Mir wird angezeigt, wie viele noch fehlen. Und es waren noch zwei, die ich nicht wegbringen konnte. Wir können da das letzte holen. Da würde ich aber erst holen, wenn ich wirklich dieses Teil habe, was mir sagt, okay, da ist was vergraben, weil ich glaube, das letzte Ding ist wirklich vergraben. Dann holen wir jetzt hier die letzten zwei Teile. So, das können wir direkt mitgehen lassen. Ah, guck mal, ich hab das Teil, was mir das anzeigt. Oh, Ultramotiviersaft, nehme ich gern. So, holt mal die Schraube nach oben, das ist nämlich das letzte Objekt, was fehlt. So Leute, der Tag ist jetzt auch rum. Wir haben hier noch alles abgefahren, was abfahrbar war. Also ich habe alle Viecher abtransportiert, habe jetzt von allen Pigments über 100. Heißt, da sollte es eigentlich an nichts mangeln. Und habe auch noch Ultra 4 Ultra Motiviersaft geholt. Wir haben den Nova Blaster und außergewöhnliche Schraube hier noch geholt. Dafür haben wir den KP-Verstärker bekommen. Nicht wirklich praktisch, um ehrlich zu sein. Heute war ein arbeitsreicher Tag. Ich frage mich, wie es meinen Kollegen bei Rotate Freight geht. Ja, einen Tag müssen wir auf jeden Fall opfern, um in Erblühender Park noch das eine Schiffsteil zu holen. Da kommen wir nicht drum herum. Ich würde sagen, opfern wir den einen Tag einmal schnell, dann darf ich wieder ein bisschen farmen danach. Ich farme einfach hauptsächlich Motiviersaft tatsächlich einfach nur. Und ja, und dann können wir ja zu den stillen Ufer einmal fliegen.
Sieht aus wie eine Zwiebel von oben. Fällt mir jetzt erst auf. So, wo ist denn unser gewünschtes Objekt? Wir wollen ja eigentlich wirklich einfach nur einmal über die Map fliegen. Irgendwo sollte das Teil ja ausschlagen. Es wäre nur schön, wenn die Kamera mal sinnvoll wäre. Ja, Leute, ich habe die Stelle gefunden, ne? Also, sie ist direkt hier. Offenbar ist hier das Teil, was wir suchen, vergraben. Dann gönnen wir mal. Oh, hi! Wir kennen uns, glaube ich, schon, oder? Ich warte gerade darauf, dass du in den Boden piekst. Nee, mit Vollkaracho. Ja, darauf habe ich gewartet. Angriff, Jungs. Oh, und der hat auch die Schraube dabei. Also die hier. Na gut, dann haben wir hier alles, ne? Dann können wir wieder zurück. Beziehungsweise wir können den Tag damit dann beenden. Ich glaube, ich sammle noch ein bisschen Ultramotiviersaft, bevor ich zurückgehe. Also, wir sehen uns am Ende des Tages. So, die Schraube haben wir damit dann auch geliefert. Und noch einen Verfolger bekommen. Danke, noch eine Bombe. An Bomben fehlt uns nicht. Mir jeden Tag auch nur ein kleiner Feuer gelingt. Werde ich sicher immer diesen Planeten verlassen können. Hey, jetzt haben wir ja diesen Schatzanzeiger. Dadurch wird das 10-mal einfacher. Okay, 8 müssen wir hier mindestens finden. Korrektur, wir müssen hier alle finden. Und es gibt 5 Zwiebeln zu holen. Ich denke mal, so viel kann nicht mehr übrig sein, weil danach sind nur noch 7 Teile übrig. Nach dem Bereich. Also sollten wir es eigentlich definitiv in der Zeit schaffen. Ich scheine das Meer dieses Planeten gefunden zu haben. Oder eines davon. Doch wo sind die Wellen? Ein friedlicher Ort. Ich werde ihn das stille Ufer nennen. Bei all dem Wasser wird es eine Weile dauern, alles zu erkunden. Ich muss gut planen, wenn ich die Schiffsteile finden will. Ich nehme einfach die Wasserpigments. Wasserpigments finden mich. Erstmal umschauen. Da vorne sehe ich direkt was im Wasser. Das muss ich umnieten. Ja, da ist der Krabberich. Da gehen wir am besten hin, sobald das Wasser ein bisschen gesunken ist. Da ist definitiv ein Teil. Weil da sehe ich doch schon Bossgegner. Ich muss wahrscheinlich mindestens eine dieser Krabben umnieten. Aber die Wasserpigments empfehlen sich hier auf jeden Fall mehr. Da ist eine Knobknolle, die sollten wir mitnehmen, damit wir mehr zur Verfügung haben. Da ist doch 100 pro was vergraben, oder? Nö. Die Kamera von der Drohne ist so... Ich weiß, wie oft ich das erwähne, aber die Kamera, die ist echt kacke, weil die sich von alleine dreht und man selber nicht die Möglichkeit hat, die zu verändern. Das sollten wir uns holen. Ist doch bestimmt auch irgendwo eine Zwiebel. Für neue Pikmin. Na gut, wir haben ein paar Zwischenziele. Erfüllen wir erstmal die. Solange wir mit den Wasserpigments arbeiten, ist das Umgebungsfeld hier sowieso recht uninteressant. Ah, okay, und Moos kann sowieso nicht arbeiten, solange das Wasser hier an der Stelle ist. Also müssen wir sowieso da erstmal warten. Okay, da müssen wir Brücke bauen. Ist schon mal eine Arbeit. So, die große Zwiebelkrabbe haben wir erledigt. Da ist Motisiersaft, wenn ich den brauche. Machen wir die Wand weg.
Angriff. Ah, das Blasending. Solange ich unter unerbittlich drauf werfe, kann das Ding nichts. Ah, dafür brauche ich die gelben auf jeden Fall. Kommt mal her, dann nehme ich auch ein bisschen was an gelben Pigments mit. Okay, das ist abgesammelt. Ich gebe mir jetzt einmal Motiviersaft. Dann können wir die nämlich schnell fertig machen. Wie gesagt, die Viecher, die interessieren uns gerade eigentlich eher weniger. Wartet mal, lass das die gelben machen. Müssen den Saft ja nutzen, solange ihn wir haben. Okay, keinen einzigen Pigment verloren. Wir haben gerade ein paar gelbe umgebracht. Sehr gut. Das war nicht geplant. Die armen kleinen Pigments. Mögen sie in Frieden ruhen. Darf ich schon? Ja. Ich muss Fehler wieder gut machen. So, tot. Tod und Verderben. Die kleinen Viecher kann ich noch relativ ignorieren, aber die großen muss ich wegmachen. Ja, hier müssen so oder so die blauen arbeiten. Obwohl, an der Stelle tatsächlich nicht. Wenn ich es gerade richtig sehe. Ja, schwimm noch. Ja, komm hier. Okay, jetzt geht das Wasser runter. Einmal kurz runterziehen. Und das transportieren die Blauen weg. So, dann holen wir uns als nächstes die Perle da. Dann können wir auch die Basis umverlegen. Ganz ehrlich, die Viecher da im Wasser können wir komplett ignorieren. Das Ding jagen wir lieber einfach in die Luft. So, nachdem die hier das abtransportiert haben, könnten wir die Basis ruhig umverlegen. Ich habe jetzt nicht so ein großes Interesse daran, die Viecher mitzunehmen. Wir wollen ja die Flut nutzen, die Ebbe. Oh, das Ding sollte irgendwer mitnehmen. So, wer es alles abtransportiert, ist mir relativ egal. Da ist schon mal offen. Dann arbeiten wir hier jetzt weiter. Wir machen es uns einfach. Draufhauen!
Macht ihn alle! So, das können wir wegnehmen. Wir schaffen sowieso nicht alles an einem Tag hier. Da brauche ich mindestens zwei für. Komm raus. So, tot. Ist das Problem schon mal gelöst. Ich würde gerne die Krabbe da noch fertig machen. Dann nehme ich aber Bomben für. Okay, wir haben das geklärt. Gucken wir, dass wir noch ein paar von denen wegmachen. Na, den einen habe ich nicht mit der Tröte erwischt. Nee, für einen Pikmin doch nicht. Okay, wir haben der Schütze, zwei Getriebe und nochmal einen Bolzen. Das sind vier Teile. Wir haben die Hälfte schon gefunden. Beim nächsten Tag holen wir die andere Hälfte. KP-Verstärker, Luftschild, unnötig. Das ist wichtig. Das muss 100 Pikmin stark ist. Ganz ehrlich, diese Verstärker, die sind so unnötig. Ich meine, allein mit dem Motivier-Saft kannst du alles wegrecken, was irgendwie vor deiner Nase auch nur andersweise rumrennt. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich daran zweifle, dass ich diesen Planeten jemals werde verlassen können. Und dann denke ich an meine Familie zu Hause. Ich würde alles nur denke ich auf mich nehmen, um sie wiederzusehen. So, da wir hier eigentlich nur den letzten Rest geholt haben, also hier haben wir zwei Teile geholt und hier nur einen, würde ich sagen, gehen wir hier einfach direkt nochmal hin und holen uns noch den letzten Rest. Kommt mal hoch, Leute. Wir sollen so viele helfen wie möglich. Aber dann können wir hier eben den letzten Rest noch wegholen. So, dann holen wir uns als nächstes aus dem Gebiet da hinten. Moos ist einfach nur da. Knobknolle nehmen wir natürlich mit. Dann haben wir noch mal ein paar Pickens mehr. Der Schatzding eskaliert hier aber nicht. Das heißt, hier ist auch nichts. Ja, kommt. Macht Abtransport. So, als nächstes gehen wir da oben erkunden. Da sollte eigentlich auch der ein oder andere Schatz sein. Einfach unaufhörlich weiterwerfen. So, da geht's hoch. Wollen wir uns erstmal den Landepunkt hier oben. Tot. Okay, da ist noch eine Knolle.
Gott, der hat keine Klaue mehr. Oh nee. Ich halt Bombe bereit. Komm, mach Zunge. Schnell. Rip. So, Basis ist verlegt. Abtransport, Leute. Rein damit. Sparschwein. So, hier müssen sie jetzt erstmal aufbauen. Hier wäre auch eine Anzeige, die mir sagt, wie viele noch fehlen. Eins wahrscheinlich da oben und dann noch eins in der anderen Ecke. Das Ding ist nerviger. An der Wegen könnt ihr auch den Rest hier noch mitnehmen. Das ist mir Jacke wie Hose. Us? Hier. Kann sie eigentlich... Ja, ich kann sie auch gezielt nach den Schiffsteilen suchen lassen. Guck mal. Dann stelle ich das schon mal so ein. Lauf Richtung Schiffsteil. Am besten nachdem wir den Rest gepflückt haben. Ich denke mir nicht, dass es dort drin ist. Es ist wahrscheinlich wirklich da hinten, wo das Wasser ist. Also hier ganz hinten. Ja, der da hat es. Ich kann jetzt endlich 100 dabei haben. So, kompletten Wassertrupp und dann darüber, ne? So, das ist wesentlich effektiver, wenn ich hier auch einfach auf Ultra motivier gehe. Angriff! Und tot. Das Teil ist wichtiger, Leute. Die Krabbe können die natürlich auch abtransportieren. Oh, und damit sind wir hier auch schon fertig, ne? Können auch das Rohmaterial hier direkt mitnehmen und dann, dann heißt Abfahrt. Der Schatzanzeiger macht halt so einen extremen Unterschied, vor allem, wenn man auch noch weiß, wie viel man sammeln muss. Das macht einen gigantischen Unterschied. Endlich! Ich habe alle Schiffsteile in diesem Gebiet eingesammelt. Jetzt fehlen nur noch wenige Teile, um die Dolphin vollständig zu reparieren. Morgen sollte ich ein neues Gebiet erkunden, um die verbleibenden Teile zu finden. Ja. Mission für den Tag erfüllt, ne? Ich kann ja gucken, ob es noch Rohmaterial hier geht, gibt, aber ansonsten würde ich sagen, sind wir mit dem Tag hier fertig. Also, wir sehen uns, wenn wir den Tag beendet haben. So, Leute, hier sind wir fertig. Außergewöhnliche Schraube, Geheimsafe, Bugspeed.
Ich habe noch nie dieses Wort gehört, Hoogsmeade. Oh, der Dreifachschlag ist ganz nett, wenn man selber kämpfen will. Ja, verschlucken, endlich. Moos ist nützlich. Ja, der Luftschild, der ist unnötig. Ey, wie gesagt, mit den Bomben und mit dem Motiviersaft allein kann man jedes Vieh hinrichten. Endlich ist mein Ziel, alle fehlenden Teile der Dolphins zusammen in greifbarer Nähe gerückt. Dem Radar zufolge befinden sich die letzten Teile in einem Bauwerk von gigantischem Ausmaß. Mein Lebenserhaltungssystem wird mich bald im Stich lassen. Dies ist meine letzte Chance. Ist es wirklich nur noch ein Gebiet? Weil das beantwortet meine Frage, die ich schon gestellt hatte. Mit ist es es wert, wirklich nochmal für ein einziges Teil nochmal ein paar Tage zurückzusetzen? Wenn ich das hier dann sehe, denke ich mir, nein. Weil hier letztes Gebiet, 7 Schiffsteile. Ich denke mal nicht, dass wir nochmal die letzten Tage, also extra noch einen Bonustag brauchen. Das schaffen wir auch locker mit den Tagen, die wir noch haben. Okay, Leute. Auf jeden Fall sage ich an der Stelle mal, ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin sage ich ciao und bis dann.